Willkommen zurück zu CrossCourt Kapitel 46. Das letzte Mal haben wir auch wieder einen recht stabilen Gegner vermöbelt. Und dieses Mal jetzt eine neue, recht interessante Quest. Arr, Seeker! Sollst du an Bord unseres stolzen Schlachtschiffes hier kommen? Wir wollen mal sehen, ob eine Landratte wie du sich auch ohne festen Boden unter den Füßen behaupten kann. Die See ist eine flatterhafte Dame, sag ich dir hier. Ja, ja, wollte dich nur in Stimmung bringen, um einen Schmuggler zu fangen. Muss man wie einer denken, nicht wahr? Gibt einige davon in letzter Zeit die Waffenladungen direkt über die See verschiffen. Einzige Möglichkeit, sie zu schnappen, ist, sie direkt auf See abzufangen. Hier kommst du ins Spiel, Seeker. Du wirst dir die vermuteten Schmugglerrouten auf unserer hochmodernen Kampfplattform hier patrouillieren. Es ist mit einer Marineabwehrkanone ausgerüstet, kurz MAC, die mit einem Pfadläufersystem verbunden ist. Es wird also ein leichtes für dich sein, das Ziel über deine VRPs anzuvisieren. Die Kanone erledigt den Rest. Außerdem werden deine Schnieken Hitze- und Kälteelemente unserer Kanone besondere Effekte verleihen. Es ist alles bereit. Gib mir Bescheid, wenn du auf Patrouille fahren willst. Arrrr. Irgendwann kriege ich noch ein rollendes R hin. Ja, probieren wir es doch mal aus. Und da erkläre ich so ein bisschen, wie das Ding genau funktioniert. Bist du bereit? Ja! Gut, die Route ist im Bordcomputer schon einprogrammiert. Geh einfach an Bord. Sieh zu, dass du so viele Waffen wie möglich versenkst. Wenn dir zu viele durch die Lappen gehen, betrachten wir die Operation als gescheitert. Ich vermute aber, dass du dir schon sowas gedacht hast. Wohl an auf eine gute Jagd, Seeker! Bye! Okay. Ach, da ist noch eine Kiste. Das soll man vielleicht mal abholen. Ja. Feinde entdeckt. Klar, macht zum Gefecht. Ja, also. Wenn wir einen aufgeladenen Schuss hinschießen, sind die Kanonenschüsse hin. Was eine nette Sache ist. Weil die recht stark ist und Ziele breaken kann. Was vielleicht auch keine schlechte Idee ist, diese Dinge hier zu erledigen. Sobald sie überhaupt so einen Break haben, ist das Tolle, dass sie einfach mal komplett im Eimer sind. Das ist mal ein bisschen zu erledigen. Oder vielleicht so ein Special einsetzen. Okay, das ist nicht so gut. Ich habe die Mission nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. Um ehrlich zu sein, was man da am besten machen sollte. Die war schon ein bisschen herausfordernd. Wenn es weitergeht, werde ich so mal 10 Versuche machen und dann wieder herschneiden. Aber Specials sind auf jeden Fall eine tolle Sache. Man hat ja den Eis-Special gesehen, was für eine tolle Barriere der aufbaut. Also, mach hinne. Zum Glück gibt es ja so einen Überspringen-Knopf, mit dem man ja, das leicht überspringen kann. Vielleicht sollte ich mal das Feuer ausprobieren. Okay, das Feuer nicht ganz so spektakulär. Das hier angreifen. Oh.
Einmal Eisspecial. Guckt euch das an. So, da sind wir wieder. Ich habe mir mal ein bisschen bessere Ausrüstung zugelegt. Und dann schauen wir mal, wie viel das alles ausmacht. Außerdem habe ich mich dafür entschieden, immer aufgeladene Eisschüsse zu verwenden. Weil dann überlädt das mich nicht. So, vielleicht soll ich aber noch den anderen hier anvisieren. Diese Bombe macht nämlich immer besonders viel Schaden, wenn es mich erwischt. Ups, ich wollte hier nicht dodgen. Einmal hier ordentlich Schaden draufhauen. Und mal schauen. Vielleicht sollte ich hier nicht meine Specials verschwenden. Nee, ich muss Sachen treffen, damit es auflädt. Okay. Nächste Welle naht. So, das Besondere ist hier, wir haben hier Gegner mit Schild. Die müssen wir mit unserer Kanone treffen, um sie erledigen zu können. Und hier auf den nächsten Schild schießen. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Wand. So. Okay, ich muss die Geschütze hier noch anderweitig erledigen. Ich lasse sie mal durch. Okay, ich mache mir Sorgen hier. Haben wir es geschafft? Kein Feind in Sicht. Patrouille erfolgreich. Puh. Ja, das sieht mal wieder, was gute Ausrüstung alles machen kann. Bisschen erhöhter Angriff, bisschen erhöhte Verteidigung. Arr, willkommen zurück, Seeker. Wie ich gesehen habe, hast du die Ladung sauber versenkt. Das war aber ein guter Probelauf für unsere Markier. Die wird uns bei der Verteidigung von zukünftigen Angriffen überaus nützlich sein. Du hast dich gut geschlagen, Seeker. Aber du bist wahrscheinlich froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, nicht wahr? Arr. Melde dich nun bei Oberwachtmeister Brassner, um deine Belohnung einzustreichen. Ich werde ihm umgehend die beeindruckenden Gefechtsprotokolle schicken. Bye. Das hat einige Versuche überhaupt. Das ist tatsächlich mal eine der wenigen Quests, wo man ziemliche Probleme hat, wenn man nicht den vorgeschlagenen Level hat. Und wenn man sich nicht für die richtigen Taktiken entscheidet. Eisschüsse sind halt besonders gut, um die ganzen Gegner einzufrieren. Und deswegen sollte man sich darauf spezialisieren. Und wenn man
aufgeladene Schüsse nimmt, dann überlädt es auch nicht so leicht die Leiste dort. Aber wir haben hier noch, ich muss ja zu dem anderen Typen jetzt noch. Gut, wenn du meinst, dann schließen wir halt deine Quest noch nicht ab. Da kriegen wir halt erstmal die Belohnung für, Dingens. Das hier. Hi, für das, was wir gerade gemacht haben. Willkommen zurück, Sieke. Ich habe den Gefechtsbericht bereits erhalten. Hervorragende Arbeit. Hast du aber eine Ahnung, was es mit diesen vielen R's in diesem Bericht auf sich hat? An der Ladung, die du versenkt hast, haben die sich einen ganzen Monat gearbeitet. Das dürfte ihr Pläne um einiges zurückgeworfen haben, was uns etwas Zeit zum Durchatmen und die Gelegenheit gibt, an einer langfristigen Lösung zu arbeiten. Also dann, wir werden uns sicher bald wiedersehen, wenn die Zeit reif ist. Bis dahin viel Glück bei deinen Abenteuern, Sieger. Bye! Quest abschließen, ein paar Erfahrungspunkte einsammeln und dann halt eben erst in den Norden der Stadt gehen. Weil die Telekommunikation ist anscheinend hier noch nicht so sonderlich ausgereift. Oder wie soll man sich das denn sonst erklären? Lass mich hier mal vorbei, du Dödel. Einmal hier hoch. Einmal hier ist ein Eingang. Schön. Dann wieder ins erste Obergeschoss. So. Also. Hi. Willkommen zurück, Sieker. Was machst du schon wieder auf dem Tisch? Aber zumindest sind die Geräte bereits eingetroffen und sie arbeiten hervorragend. Von nun an sind wir in der Lage, hochwertiges Metall direkt aus Rukiawa zu exportieren. Sie waren eine große Hilfe. Normsworth kann sich wirklich selbst auf die Schulter klopfen, dass er sie ausgewählt hat. Und auch sie werden ihre Belohnung bekommen. Wir sollen für zukünftige Geschäfte in Kontakt bleiben. Hi. Ah, doch. Er gibt mir die Belohnung. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir werfen noch einen Blick ins neue Gebiet hier. Autumn's Fall heißt das Ding, ja. Und, Moment. Da erinnere ich mich doch noch an etwas. Das wir doch ganz am Anfang hier gesehen haben, wo ich ja diese Quest gestartet habe. Da war doch unten eine Kiste, die ich anscheinend irgendwie übersehen habe. Was nicht schlecht wäre, weil dann sind wir kurz davor, alle Kisten in Rookie Harbor zu haben. Da unten muss ich hin. Ich war, drei Stück haben wir erst. So viel zum Thema. Und es geht tatsächlich recht einfach, indem wir hier lang gehen. Einmal die Kiste mitnehmen mit dem fruchtigen Trunk hier und weg hier. Weil wir wollen einen Blick in Autumn's Fall werfen, damit wir das nächste Mal wieder mit der Story weitermachen können. Mit der Quest, die wir machen müssen, um erstens überhaupt im Spiel weiterzukommen und zweitens an so einem Raid teilzunehmen, wie die anderen beiden ja erzählt haben hier. So, hier, ich glaube, ich habe mich bei denen hier schon umgesehen. Auch bei Shakespeare. Oder? Sie mürrischer, traniger Schwabbel. Seht ihr nicht, dass ich probe? Poet. Der heißt einfach nur Poet. Ist sehr kreativ. Okay. Wie geht's hier weiter? Oh, das ist meine Aussicht. Das habe ich nicht erwartet. Was kannst du mir dort sagen? Guck, du kannst sogar all diese komischen Ruinen sehen. Du kannst kaum erwarten, dich dort umzusehen. Ja, dann geht doch mal hin. Oder auch nicht. Ja. Hier noch ein bisschen umgucken möchte ich mich allerdings auch gerne. Ui, was das? Kleines Mädel, das sich in die Geheimclub schleiche will, ei? So ein Kleine, kommst hier nicht durch. Bist du nicht Bass hast, okay? Okay. Nachdem hier keine Tür eingezeichnet ist, wird es wohl vorerst nicht so sein, dass wir da hinkommen. Ha, ein Sieger. Welch seltener Anblick hier. Hi, ich mag diesen Platz. Er beruhigt mich jedes Mal. Und ich kann Leute beobachten. Und ich kann eine Schatzkiste kriegen mit veredeltem Metall. Ja, schön. Der ist hier nicht wirklich los. Also, tschüss ihr beiden. Na gut, ihr teleportiert eh gleich hinterher. Und ab in Autumn's Fall.
Oh, hier haben wir. Wie gewöhnlich. Okay, da komme ich nicht hin. Und da geht's auch nicht rein. Es bleibt nur die Möglichkeit, hier unten lang zu laufen. Und wieder ein paar neue Pflanzen zu vermöbeln. Und nicht nur neue Pflanzen, sondern radikale Eagles, die so ein bisschen edgy wirken. Erinnere mich nicht wirklich so an einen anderen Igel, der mit dem blauen Igel verwandt sein könnte. Moment. Nee, die haben wirklich kein Element, das stört. Na gut. Dann werfen wir sie halt mal ins Wasser. Das macht Spaß. Sonst ins Wasser. Die Igel sind zurück. Spitzer und schärfer denn je. Das klingt ein bisschen doof. Im Englischen sagen sie extra edgier. Ja? Was ist ein Begriff für... auch der klassische Begriff eigentlich dafür ist. Ja. Kollegen, die mal aus einer gewissen Spielerei kennen. Seepferdchen, wer kommt auf so eine Idee? Ein Meeresbewohner mit einem Fliege kreuzen? Oder Moskito? Ich weiß es nicht. Und dann klingen die auch noch wie Pferde. Was soll dieser Unsinn? Okay, hier kommen wir zwar lang. Allerdings bringt uns das nichts. Wir brauchen noch einen Schalter, der da drüben ist. Den müssen wir da noch umlegen. Und auch die Kollegen hier sind neu. Elfenbeinbullen. Na komm hier. Ich wollte hier einen Dash-Angriff durchmachen. Der trotzdem nicht so viel Schaden hat. Ja. Ich würde ihn gerne mal gegen die Wand rennen lassen, weil der Kollege ist nicht ganz so einfach zu erledigen. Komm schon. Auf die Wand. Gut gemacht, Emily. Ich wollte doch nur eine Sache zeigen. Da. Er sendet noch so leichte Schockwellen aus, wenn er gegen die Wand rennt. Ui, ui. Wir sind auch wieder dabei. Ich bin mich immer noch im Dienst, auf sie einzuschlagen. Aber sie schlagen auch auf uns ein. Und neue Hillcats haben wir hier. Chillin' Hillcats, die wir am besten mit Feuer vermögeln. Die Seepferdchen, glaube ich, waren am besten mit Eis einzugreifen. Wiederum. Und hier ordentlich anzünden hier alles. Die ganze Hillcats hier vermögelt. Und was haben wir hier nochmal? Ah ja. Das macht doch Spaß hier mit alten, aber eigentlich auch neuen Gegner, also ja, etwas neue Varianten halt, mit denen wir uns das nächste Mal auch ein bisschen mehr umschlagen müssen. Hey, bleib da! Ach, jetzt wendet er mir die falsche Seite zu. So. Einmal erledigt. Hast du schon mal gesehen, wie sich Hillcats über eine Laserbrücke vergraben? Ja, das machen die wirklich! Das ganze Graben ist eigentlich nur simuliert. Sie möchten natürlich nicht die Bodenstruktur so sehr beschädigen. Ich fände es besser, wenn sie von Laserbrücken Halt machen würden. Danke, Emily. Das würde wenigstens die Illusion aufrechterhalten. Hier gibt es deutlich mehr Wasser als in Autumn's Rise. Ich glaube, sie wollten damit den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Für die Gegner. Denkt daran, Wasser ist tödlich. Auch für die meisten Gegner. Können, stört es nicht. Und dann gibt es ja auch noch diese blöden Pinguine. Was schießen sie den Seepferdchen überhaupt? Wasserblasen? Woher kommt das Wasser? Man sieht sie überhaupt nicht im Wasser. Ja, das Spiel ist so unlogisch. Ich weiß. Und da hat es mal wieder hier. Wie ist es von der Botanikerin gehört? Ich wollte dich eigentlich ins Wasser scheuchen, wenn das geht. Na gut, dann halt nicht. Schauen wir hier nochmal nach. Ja, das Seepferd möchte am liebsten nicht von Eis getroffen werden. Okay. Na, wie geht's dir so? Hallo, du Mädel. Hi. Mach die ganze grausische Gelde und Hitsche. Muss ich mir hier erst einmal eine Weile ausholen.
Und das fühlt sich hier so seltsam pikant an. Kommst du mit der Forsche von den Gewächsen voran? Soweit ich weiß schon. Das freut mich. Weiter so. Ja. Sind wir denn hier jetzt eigentlich schon am Ziel? Ah doch, das sieht gut aus. Hier starten wir das nächste Mal unsere Quest. Bei dieser Statue. Die vielen Gegner, die hier rumstehen. Oh. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich wollte die Quest noch nicht starten. Ich wollte einen Schuss abliefern. Na gut. Deine Reise hat dich zu diesen Zeugnissen längst vergangenen Wohlstandes geführt. Auf der Suche nach deinem nächsten Ziel in der Wildnis des Nordens musst du zunächst die Prüfung dieser Felder bestehen. Folge dem Pfad der leuchtenden Kreatur und beweise, dass du die erworbenen Elemente beherrschst. Reisender, Gesandter des Wandels, wirst du dich dieser Prüfung stellen? Folge dem Pogonickel. Ja, das machen wir. Böge jeder deiner Schritte den Pfad deines Wachstums eben. Okay. Darf ich vorstellen? Recht komisch aussehen, das kann ich. Hier kommt der Hase. Dieses nervige Mistvieh. Psst, nichts verraten, Evelyn. Ich verrate nichts. Guck doch, wie er wegspringt. Wir wissen alle, dass es nervig werden wird. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so nervig. Das ist euer Problem. Es hat auch einen Vorteil, dass man hier so einige Wege besser feilen kann, um hier besser durchzukommen. Insofern finde ich den Hasen ganz nützlich. Den Pogonickel. Aber wie das läuft, eben beim nächsten Mal. Bis dann. Schuss.